Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute soll es um ein Motorrad gehen, das für mich persönlich eine sehr große Bedeutung hat. Und zwar, ihr seht es vielleicht schon, ich sitze heute auf der legendären Suzuki GS 500e. Und seit dieses Motorrad damals auf den Markt gekommen ist, vor ja jetzt circa 35 Jahren, war sie seitdem beliebt als vor allem Einsteigerbike, recht kostengünstig und ja einfach zuverlässig. Aber was genau macht dieses Motorrad so besonders und ist auch heute noch eine gute Maschine? Darüber sprechen wir heute im Video. Also ich gebe euch erstmal kurz ein paar Eckdaten zum Motorrad und spreche auch so über meine Erfahrungen mit dem Bike. Und später fahren wir dann gemeinsam auf den Parkplatz und gucken uns die Zukaufteile mal genauer an, die hier an dem Bike so verbaut sind. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Herzstück von dem Motorrad an. Wir haben hier einen 487 Kubik luftgekühlten Zweizylindermotor mit 46 PS, die so circa bei 9000 Umdrehungen anliegen und ein Drehmoment von 40 Newtonmeter bei ja circa 8000 Umdrehungen. Das Ganze bei einem Gewicht von vollgetankt um die 185 Kilogramm. Also das klingt jetzt mal auf dem Papier nicht viel, muss ich leider zugeben, aber in der Praxis drückt sie doch überraschend gut weg. Also da gehen die nur, in Anführungszeichen, nur 46 PS. Doch besser, als man so denkt. Also der Motor zieht hier sauber durch. Ich sag mal, bis 100, 120 geht es echt recht flott. In den Mitten, also zwischen 4.000 und 7.000 Umdrehungen, da hat es so ein kleines Leistungsloch, würde ich sagen. Weiß ich jetzt nicht tatsächlich, ob das nur bei dem Modell hier ist, ob es was mit der Abstimmung zu tun hat vom Motor. Ich bin aber tatsächlich auch mal eine andere GS noch gefahren von einem Kumpel und da war das Gleiche. Also bei der war es noch, fand ich, ein Stück weit extremer. Ja, also oben raus lässt es sich schon recht sportlich bewegen. Man muss natürlich ein bisschen auf Drehzahl halten. Habe ich ja auch einige Videos, für die, die es noch nicht kennen, verlinke ich oben mal das ein oder andere, wo man dann sieht, was tatsächlich mit diesem Bike auch fahrtechnisch möglich ist. Also, dass man da doch ganz schön was rausholen kann. Und ja, der Topspeed liegt jetzt irgendwo bei 170, 180, schätze ich mal. Aber das ist, finde ich, auch bei dem Bike nicht wirklich relevant, weil wir haben hier ein komplettes Naked Bike, die hat jetzt auch kein Windschild oder so irgendwas dran. Gibt es natürlich als Zukaufteil, aber die wird bei den Geschwindigkeiten, sage ich euch, wie es ist, wird sie auch relativ instabil. Also für Topspeed ist die Maschine nicht gebaut. Ja, aber dafür hat sie eine extrem gute Handlichkeit, Leute. Also du guckst die Kurve eigentlich quasi nur an und die fällt schon rein. Das ist wirklich extrem. Also ich glaube, ich bin noch nie ein Motorrad gefahren, das so ein gutes Handling hat wie die GS. 125er Maschinen jetzt mal ausgenommen. Aber das ist wirklich ein Traum und das hat sie unter anderem der schmalen Bereifung zu verdanken, die hier drauf ist. Wir haben hier hinten 130er Hinterreifen und vorne 110er Vorderreifen. Das macht es natürlich saumäßig handlich und ja, wer schon mal einen 180er oder einen 200er Hinterreifen gefahren ist und dann hier auf diese Maschine umsteigt, der denkt sicherlich, er sitzt erstmal auf einem Fahrrad, weil das ist wirklich ein extrem gutes Handling. Ja, zu einem Zukaufteil, dass das Handling hier speziell von diesem Bike nochmal deutlich verbessert hat, komme ich später noch, wenn wir uns dann gemeinsam die Teile angucken, die hier verbaut sind. Zur Leistung lässt sich noch sagen, klar, für Fahranfänger 46 PS eignet sich super, weil du darfst ja die ersten zwei Jahre nur 48 PS fahren, wenn du unter 25 bist und den Führerschein machst. Klar stellt sich die Frage, war bei mir natürlich auch am Anfang so, holt man sich ein Bike, das unter 48 PS hat oder kauft man sich was Größeres und drosselt's? Meiner Meinung nach, beziehungsweise meiner Erfahrung nach, und ich bin auch gedrosselte Maschinen gefahren, hat mir das tatsächlich mehr getaugt, weil ich halt einfach wusste so, ich kann hier nicht nur Halbgas geben, ne? Ich kann wirklich das letzte PS aus dieser Maschine hier rausquetschen, wenn ich will. Ja, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Mir persönlich mehr als jetzt irgendwie eine große gedrosselt zu fahren, aber das ist natürlich jedem seine eigene Sache, was er da bevorzugt. Das macht sie eben für Fahranfänger so beliebt. Aber ich finde auch für Fortgeschrittenere macht sie recht viel Spaß.
Man kann damit sportlich fahren, man kann sie als Alltagsbike zum Pendeln, zur Arbeit oder was auch immer einsetzen. Und ja, ob man jetzt in der Stadt oder Landstraße damit fährt, ist relativ egal. Die macht in jedem Umfeld echt sau viel Spaß. Der Sound ist natürlich auch echt was Feines. Da kommen wir später auch nochmal drauf, wenn ich über den Auspuff spreche. Nächster Punkt, der für das Motorrad spricht, ist auf jeden Fall die Zuverlässigkeit und auch die Robustheit von der Maschine. Also ich hatte die 9 Jahre in meinem Besitz, habe sie dann vor 1-2 Jahren an einen Kumpel abgegeben, da der seinen Führerschein frisch gemacht hat und ein Bike gebraucht hat und bei mir auch die Honda als Zweitmotorrad kam, die ihr vielleicht von meinem Kanal kennt, die sich für mich persönlich als Reisemotorrad einfach besser eignet als die GS. Aber in dieser Zeit, wo ich sie hatte, und wir haben jetzt hier 91.000 Kilometer auf der Uhr, das ist halt schon echt stattlich. Sind nicht alle von mir gefahren natürlich. Habe sie damals auch gebraucht gekauft mit, ja, ca. 30.000, 40.000 Kilometer drauf. Und mein Kumpel ist ja jetzt auch schon was drauf gefahren. Aber in dieser Zeit, muss man echt sagen, hat dieses Bike hier einfach keine Probleme gemacht. Also außer natürlich normale Verschleißteile, die anfallen. Also ich hatte damit tatsächlich auch schon 2 Unfälle damals. Ist aber immer relativ gut ausgegangen. Also es waren dann Kleinteile, die kaputt gegangen sind, wie zum Beispiel ein Kupplungsgriff oder ein Schalthebel. So von dem her, hier sieht man es auch noch, eine kleine Dalle hier rechts drin. Aber im Großen und Ganzen wirklich robust, solide. Und als ich damals das Motorrad Reisen so für mich entdeckt habe, habe ich auch mit der GS hier angefangen. Bin damals nach Italien, mal nach Sardinien rüber und war da 1-2 Wochen unterwegs mit der Maschine. Und ich muss sagen, ich hatte keine Probleme. Wobei uns das nämlich jetzt zu einem Punkt bringt, nämlich Gepäck und Sachen Fahrwerk. Wenn die hier voll beladen ist, ja, da kommt das Fahrwerk dann schon ein bisschen an seine Grenzen. Genauso wie wenn man einen Beifahrer hinten mit drauf hat. Ich merke sogar bei der Solofahrt, also wenn man hart reingeht, vorne stark reinbremst zum Beispiel und dann noch eventuell über einen Bordstein oder ein Schlagloch oder sowas kommt. Sehr's. Zum Beispiel hier, ich bremse rein und gehe dann drüber, da merkt man schon, wie die Gabel vorne ja fast schon durchschlägt tatsächlich. Also die ist sehr, sehr weich vorne. Das sieht man jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob man sieht. Ich kann aber auch noch mal eine Aufnahme einblenden. Die ist schon wirklich sehr, sehr weich vom Fahrwerk her. Gut, da lässt sich auch Abhilfe schaffen. Also man kann vorne ein bisschen mehr Gabelöl einfüllen oder auch härtere Federn verbauen. Sowas geht dann schon. Aber ich muss auch sagen, mich persönlich hat es nie wirklich gestört. Und auf der normalen Straße habe ich damit keine Probleme. Und das Fahrwerk hat mir auch an sich immer ein gutes Feedback gegeben. Und ich habe mich ja von Anfang an recht sicher auf diesem Motorrad gefühlt. Klar kommt es jetzt auch natürlich über die Jahre Fahrerfahrung, die da Vertrauen schaffen in das Bike. Aber das macht schon echt viel mit und verzeiht auch den ein oder anderen Fahrfehler. Da ist die GS schon wirklich klasse. Ja, also kommen wir so zum letzten Punkt, den ich noch auf der Liste habe. Und das wären die Bremsen. Da gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Wir haben vorne eine Scheibe, hinten eine Scheibe und ich sag mal so, das Motorrad ist über 30 Jahre alt. Das heißt, man braucht entsprechend ein bisschen mehr Kraft hier in der rechten Hand. Das geht nicht so einfach wie bei moderneren Motorrädern, ist ja klar. Die beißen da nicht so hart zu. Aufgrund des Alters des Motorrads ist hier auch kein ABS oder sonstige elektronische Helfer verbaut. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, der einem bewusst sein muss. Ich persönlich bin schon Fan von ABS und finde ich heutzutage auch Standard. Aber das kriegt man halt in einem 30 Jahre alten Motorrad und vor allem zu dem Preis leider nicht. Mich persönlich stört es nicht so wirklich. Man kann auch so relativ gut mit dem Bike bremsen und wer sich da noch unsicher fühlt, dem empfehle ich einfach mal ein Sicherheitstraining zu machen und richtig bremsen zu lernen. Aber ja, darauf will ich jetzt mal nicht weiter eingehen. Wir suchen uns jetzt einen Parkplatz und quatschen mal ein bisschen über die Zukaufteile. Ja, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne am Motorrad an. Wir haben hier den klassischen Rundscheinwerfer. Das ist allerdings nicht mehr der originale. Den habe ich nämlich bei einem Sturz zerlegt. Der ist aus eBay, kann ich, wenn ich ihn finde, auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Der ist hier schön matt schwarz. Dann
mit diesem Chromring und vorne klares Glas. Dann gibt es natürlich auch mit so Milchglas. Das gefällt mir persönlich allerdings nicht so wirklich gut. Also da ist der deutlich schöner. Blinker haben wir noch die Originalen dran. Die sind so massiv, die Dinger. Natürlich optisch nicht besonders schön, aber ich sag's euch, die wirken eigentlich wie ein Sturzbügel, die Teile. Die sind einfach so stabil. Apropos Sturzbügel, es waren da auch mal Sturzbügel dran. Die hat allerdings mein Kollege abgemacht, weil die, glaube ich, verbogen waren. Aus irgendeinem Grund. Komm mal zu den Spiegeln, da kriege ich auch oft Fragen dazu, was das für welche sind. Wenn man in eBay GS500E Spiegel eingibt, ist eigentlich das so das Erste, was kommt tatsächlich. Lassen sich hier einklappen. Ja, sind aus Plastik. Das heißt, die vibrieren ab einer gewissen Geschwindigkeit. Ich sag mal so 70, 80, merkt man das schon. Sind relativ günstig, sehen gut aus. Genau, dann kommen wir zu dem, wo ich vorher drüber gesprochen habe, dass es das Handling von dem Bike einfach saumäßig gut verbessert hat. Und das ist der Lenker. Die kommt ja standardmäßig mit diesem Stummellenker. Sieht eher ein bisschen sportlich aus oder Café Racer Style so. Aber dieser Lenker hat das Handling von dem Bike also wirklich bestimmt 10-mal verbessert. Das ist wirklich eine ganz andere Welt, Leute. Wir haben hier den LSL L01, meine ich, gibt es auch noch als X01, A01, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, das ist eigentlich scheißegal, was für ein Lenker das ist, Hauptsache er ist breit, also Richtung Superbike-Lenker, weil dieser Stummellenker macht wirklich das Einlenken sehr viel schwerer. Durch den Lenker sitzt man aufrechter auf dem Bike natürlich auch drauf und eben dadurch, dass der so schön breit ist, man tippt den an und die fällt in die Kurve, also wirklich kann ich nur jedem ans Herz legen. Klare Empfehlung, wechselt den Lenker. Die Brems- und Kupplungshebel, meine ich, sind auch andere, aber jetzt nicht von irgendeiner Marke, halt einfach einstellbare hier. Stahlflexleitungen haben wir vorne verbaut. Dann kommen wir zur Sitzbank. Das war ursprünglich die originale. Ich habe die bei einem Sattler aufpolstern lassen, dass sie ein bisschen höher kommt und die alte war auch echt durchgesessen. Hier noch schöne weiße Nähte drauf machen lassen, was finde ich echt geil aussieht. Also gefällt mir optisch wirklich gut, die Sitzbank, und ist auch bequemer geworden. Wären wir beim Thema Auspuff angekommen, der ist sicherlich einigen schon aus Videos bekannt. Das ist der Taconi. Der hat damals so um die 300 Euro, meine ich, was gekostet. War es auf jeden Fall wert. Also würde ich definitiv wieder kaufen. Hat wirklich einen richtig guten Klang. Schön bassig. Auch wenn man das Gas wegnimmt, dann ballert die noch schön ein bisschen hinten raus. Vor allem natürlich, wenn man den Killer rausnimmt. Also dann hat man hier so eine Öffnung. Da passt fast eine Faust rein. Also dann ist er natürlich extrem laut. Vom Anbau her wird der alte hier einfach in der Mitte ungefähr durchgeflext. Dann kommt da eine Schelle drüber. Hinten kommt nochmal eine Schraube rein. Und dann hängt das Ding schon. Also relativ simpel. Vorne beim Krümmer sieht man jetzt nicht so wirklich. Der sieht hier eigentlich noch relativ gut aus. Wurde aber schon 2-3 Mal im Laufe der Geschichte nachlackiert, weil hier unten so eine bisschen Schwachstelle vom Bike ist. Da fliegt natürlich der Dreck und im Winter auch das Salz oder das ganze Wasser, wenn man im Regen fährt, alles unten rein. Und dann fängt es relativ schnell an, hier unten zu rosten. Gut, man kann ihn hier 2-4 Schrauben, das ganze Ding rausnehmen, abschleifen, lackieren. Und dann sieht er auch wieder gut aus. Hinten ist ansonsten alles original. Thema Reifen, da ist jetzt der Diablo Rosso drauf. Mit dem habe ich jetzt nicht allzu viele Erfahrungen gemacht, den hat mein Kumpel draufgezogen. Ich bin jahrelang eigentlich nur den Bridgestone BT45 gefahren und der war super geil auf der. Also der hat richtig Spaß gemacht. Grip ohne Ende und auch eine gute Laufleistung. Den gibt es aber, meine ich, nicht mehr. Da gibt es jetzt aber Nachfolger, BT46 heißt der, glaube ich. Aber ansonsten habe ich auf dem Bike tatsächlich gar nicht groß andere Reifen ausprobiert. Ja, ansonsten ist eigentlich alles original. Was wir hier noch haben, ist dieses Temperaturschauglas, damit ich sehen kann, wie die Öltemperatur gerade so ist. Das finde ich recht praktisch, gerade beim Warmfahren, dass man so ein bisschen sieht, wann die Maschine auf Temperatur ist, wenn man dann endlich mal Vollgas geben kann. Ansonsten war es tatsächlich schon, was Teile betrifft. Was sich vielleicht noch sagen lässt, also wir haben hier eine Sitzhöhe von 790 mm, also knapp 80 cm, womit sie sich auch für kleinere Fahrer ganz gut eignet. Ich habe hier ja Körpergröße von ungefähr 1,74 um den Dreh. Also ich stehe schon mit beiden Beinen sehr, sehr gut
auf dem Boden. Für mich dürfte sie tatsächlich noch ein Ticken höher sein. Also es ist dann auf Dauer vom Kniewinkel her nicht ganz so bequem. Da dürfte sie gerne noch ein bisschen höher kommen. Natürlich kann man da auch mit Höherlegungssätzen oder auch, wer kleiner ist, mit Tieferlegungssätzen arbeiten. Ansonsten vom Design her würde ich sagen recht schlicht. Da ist nichts Unnötiges dran verbaut. Das beschreibt eigentlich das Motorrad an sich ganz gut. Simpel, effektiv, ist zuverlässig und kostengünstig. Preislich lässt sich natürlich noch dazu sagen, also in Deutschland liegen die, meine ich so, um die 1000 Euro um den Dreh. Was finde ich für ein Motorrad echt richtig wenig Geld ist für das, was man dann dafür bekommt tatsächlich. Ein großer Vorteil natürlich, dadurch, dass die schon so lange auf dem Markt ist, das Internet ist relativ voll mit Ersatzteilen, die man auch sehr günstig kriegt. Also diese Sturzbügel, wo hier dran waren, die habe ich im GS 500 Forum gekriegt für, meine ich, 25 oder 30 Euro. Also sag mir mal ein Bike, wo du Sturzbügel für 20, 30 Euro kriegst. Das passiert halt einfach nicht. Das ist halt wirklich geil. Oder damals, als der Fußbremshebel abgebrochen ist, da habe ich eine ganze Fußrastenanlage habe ich gekauft für, für wenig Geld, weil ich den Hebel einzeln nicht gefunden habe. Aber im Vergleich kriegst du hier die ganze Anlage, wo du bei einem anderen Hersteller vielleicht nur den Hebel bekommen würdest. Versicherungstechnisch auch sehr günstig. Also mein Kollege hat gemeint, Haftpflicht zahlt er jetzt 50 Euro oder was im Jahr. Also das ist halt auch nicht wirklich nennenswert. Abschließend lässt sich die Frage beantworten, für wen die GS 500 eigentlich geeignet ist. Und meiner Meinung nach nicht nur für Fahranfänger. Es macht auch Spaß, wenn man schon bereits Erfahrung hat. Sie bietet sich natürlich auch als Zweitmotorrad an, wo man so sagt, alltags, everyday bike, ich fahre damit jeden Tag zur Arbeit oder zum Pendeln. Macht sehr viel Spaß, gerade Leuten, die sehr gern Motorrad fahren, denen ihr Hauptmotorrad aber zu schade ist, um es jeden Tag zu bewegen, bietet sich die GS an. Aber natürlich für Einsteiger wirklich für mich eine der besten Wahlen, die man treffen kann. Zuverlässigkeit, kostengünstig, jede Menge Fahrspaß und wenn man sie mal umschmeißt, ist tatsächlich nicht schlimm. Das zeichnet sie, finde ich, einfach aus. So, jetzt seid ihr dran, Leute. Teilt mir gern eure Erfahrungen mit der GS 500 mit. Habt ihr vor, euch eine zu kaufen? Oder habt ihr euch vielleicht schon eine gekauft? Habt ihr früher mal eine gefahren? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir in den Kommentaren teilt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gern Daumen nach oben, Kommentar oder auch ein Abo da, Leute. Ich würde mich freuen. Ich gehe jetzt noch eine Runde fahren. Das Wetter ist heute richtig geil für Oktober. Kann man sich da erstmal gar nicht beschweren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ride safe und tschüss.